So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Raymers Deluxe. Heute ein Video von Armory. Ja, okay. Zunächst einmal, es ist die Beta-Version. Muss man dazu sagen, das Wichtigste ist, ich zeige euch mal heute ein bisschen wegen was über das Spiel. Das Wichtige ist, was man machen muss. Waffen nehmen, nach den Waffen unbedingt Munition, sonst geht es euch wie mir. Ihr steht vorm Feind und schießt mit nichts, weil nichts kompatibel ist. Ja, so ist es. Erstmal die Munition und für die Snipe nehmen wir auch noch ein bisschen was mit. So, falls ihr wissen wollt, was welches Magazin für welche Waffe ist, geht einfach auf die Waffe drauf. Da steht da dann die Munition und die gibt es gleich hier links drüben. Sehr wichtig ist auch, hier zum Medikit-Lager zu gehen. Da erstmal ein bisschen Medipacks mitnehmen. Ja, am Anfang hat man auch nicht so viele Möglichkeiten, ein Fahrzeug zu holen. Man muss halt theoretisch auch das Tutorial machen. Ich habe es noch nicht fertig, aber werde euch hier dann zeigen, mit was fahren wir. Gelände. Gelände ist immer gut. Können wir noch 9 Fahrzeuge anfordern. Das ist unser wunderprächtiges Auto, aber erst nochmal nachladen. Was kann ich sagen? Ja, das ist optimal, finde ich. Ist ein wenig tricky, weil man hier eine Map hat. Muss natürlich mit Map und Kompass dann hier arbeiten, um voranzukommen. Jetzt machen wir erstmal hier das ein. Schauen wir mal, 40 MHz, okay. Haben verschiedene Missionen am Anfang. Wir starten in Illinois. Heißt, das soll schon Gegner sein? Naja, ist ja egal. Die roten Markierungen sind alles Gegner, Basen, Positionen, Stützpunkte. Was ich lustig finde, hier muss man das Auto richtig starten. Komm. Orgel, Orgel, Orgel. Jawohl. Missionsziel haben wir schon und jetzt fahren wir mal los. Also ist eine Riesenkarte. Multiplayer. Ich habe das ein oder andere Spiel gefunden, aber die Lobbys sind voll. Ich denke mal, das wird jetzt in der Beta-Phase, wenn wir nicht so viel haben. Das Wichtige ist halt, dass man sich ein bisschen auskennt, wird aber alles hier im Tutorial erklärt, zwecks hier Karten lesen, ein Kompass und wie das Ganze harmoniert. Ja, ist eigentlich eine schöne Gegend. Also müssen wir Obacht geben, vorne müsste gleich ein Stützpunkt kommen. Ich glaube, die schießen schon. Ist ein bisschen wie Hell Let Loose in die Richtung, weil man die Gegner nicht sieht. Hier ist schon einer. Da war einer. So, immerhin habe ich noch gehupt. Oh, jetzt schießt er auf mich. Oh, da sind noch welche. Hupsis. Das ist natürlich die schnellste Methode, die Leute zu lynchen, in Hoffnung, dass sie einen abschießen. Jetzt reicht's mal. Jetzt reicht's mir. Da sieht man auch links, ob die Verstärkung rufen oder nicht. Bisschen links, rechts, komm. Okay, da hinten war noch einer und ich glaube, da unten müsste da noch irgendwo eine rumrennen. Oh oh. Ich habe Angst. Hups. Hallo, ich will rückwärts fahren. Mir geht rückwärts. Chef. Mir geht rückwärts. Jetzt haben wir's. Einer müsste noch da sein. Man kann natürlich, zeige ich euch da oben dann bei die Gegner, die Waffen aufnehmen vom Gegner. Man kann auch seine ganzen Sachen nachschauen. Jetzt passt mal auf, die Anschusslöcher hier, gleich sind sie weg. Und geh mal weg da. Naja, bleibt halt noch. Ich finde es sehr gut gemacht. Das ist auch so eine Mischung wenn zwischen hier Operation Flashpoint. Ist ein bisschen sehr kann man das nehmen? Ja. Sehr komplex.
ein bisschen mit der Steuerung, aber wenn man sich da ein bisschen zurechtfindet, dann geht es auch. Auch mit der Snipe kann man quasi ran und wegzoomen, auch den Nullpunkt anpassen. So, jetzt steigen wir wieder ein, steige ein. Und ich denke mal, wenn man hier, ich weiß nicht, wie viel da mitfangen können, aber ich denke mal, zu fett, wenn man da so ein kleiner Trupp ist, wird es auf jeden Fall zusammen viel Spaß machen, das Ganze zu spielen. Wer schießt jetzt auf mich? Ach du Scheibenkleister. Hör auf, das tut doch weh. Aus. Jetzt reicht's mir. Ey, wie viel sind hier noch? Hallo. Renn um dein Leben. Ich weiß gar nicht, wie viele Gegner hier sind. Es wird nicht angezeigt. Geht schneller als schießen. Es sei denn, die erschießen mich. Wo ist noch einer? Ich sehe keinen. Und da hat man doch was gehört. Ah, da. Bleib am Leben. Zwei Stück sind noch da. Ja, Gott sei Dank Spielfehler. Zieh mich nicht raus. Es wird immer noch auf mich geschossen. Ah, da hinten ist noch einer auch. Oh weh. Ich hoffe nur, dass ich nicht verblute. Na, ich glaube, das müsste jetzt der letzte sein, da hinten. Ah, da ist Wasser. So ein Stinkfisch. Muss ich erstmal raus. Komm, aussteigen. So, jetzt. Oh. Komm, verbinde dich schnell. Schnell, schnell. Sonst verblute ich. Ich bin irgendwie angeschossen worden. So. Schön hockt er da. Weiß nicht, wo er noch ist. Man muss halt solche Stützpunkte irgendwie einnehmen. Wo ist das Funkgerät hier? Kommunikation mit Hauptquartier herstellen. Dann hat man auch einen neuen Spawnpunkt. Ich spiele es auch erst seit kurzem. Also von daher vergibt mir, wenn es ein oder andere nicht hinhaut. Ich hoffe natürlich, ich schaff's, ohne dass der Typ hinter mir irgendwie übers Wasser rennt. Bin aber kurz vorm Sterben, oder? Okay. Au! Was sind das für eine? Wo ist das Ding hier? Nein, ich bin verblutet. Och nö. Ich habe jetzt noch nichts. Ich hoffe nur, dass er sich jetzt nicht holt. Weil Computer ist ja auch nicht blöd. So. Ausrüsten. Munition. So. Nehme ich hier noch ein paar erste Hilfe-Packs mit. Oh, ich hoffe nur, dass er sich jetzt die Basis nicht zurückholt. Ich weiß noch nicht, inwiefern man am Soldaten was ändern kann. Ich hoffe, ich finde es noch heraus. Und wie gesagt, das setzt halt hier erstmal. Oh. Da ist es ja. Ich hoffe nämlich, ja, je mehr Ressourcen man kriegt, umso mehr kann man bauen. Man kann halt alles Mögliche reinbauen, wenn in seine Basen. Unter anderem auch, dass man da Fahrzeuge geliefert kriegt, muss natürlich auch Sachen transportieren, Ressourcen, dass man die Basis da wegen ausbauen kann. So, ich hoffe jetzt, dass die Gegner noch alle tot sind. Hoffe, dass ich mir den einen noch schnappen kann. Mal gucken. Tankstelle immer gut. Ja, sie wird angegriffen, mein Gott, dann tut man umfahren. Hat er es geschafft, endlich rüber zu rennen.
So, jetzt sehen wir gleich, ob da wieder Gegner sind oder nicht. Schaut noch leer aus. Sehr schön. Ah, da hat einer die Leichen aufgeräumt. Ha, ist ja lustig. So, jetzt fahr. Wir haben keine Zeit mehr. Ui, kommt da viel. Scheiß die Wand an. So, wer greift jetzt an? Oh oh. Du bist ein Honk. Oh Mann, vom eigenen Auto überrollt. Nein. Oh, wieso kommen die du hier mitkommen? Oh, macht er auch nicht. Ausrüsten. Na, obwohl, lassen wir das. So. Nochmal. Neuer Versuch. So. Mexiko. Die machen wir jetzt halt hier. Ah, okay. Bisschen Gewicht. Jetzt nehmen wir halt mal. Na, okay, LKW. Ich brauche die Dinger. Muss ja Ressourcen auch noch reinknallen. Um Gottes Willen. Die anderen Autos hier schaltet man alles noch frei. Hier. Aber im Moment haben wir leider bloß das. Oh wei. Die kommen alle. Die wollen alle meine Basis. Schöne ist, an der Basis kann man auch Radio anmachen, aber zwecks einigen Vorschriften lasse ich es lieber. Ja. Ansonsten lustig, ich habe keinen Kopf, wie man hier sehen kann. Deswegen gibt es auch keinen Rückspiegel, weil ja, Kopflose sieht man nicht im Spiegel. Ja, ansonsten finde ich es gut, man kann hier eigentlich in fast jedes Haus rein. Riesenmap, schaut auch gut aus im Wald und allem. Und jetzt hätte ich fast geschafft, die Basis da zu holen und jetzt haben die mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, dann wird halt die Basis angegriffen, mein Gott. Gib mir einen Panzer. Einen Panzer für den Raimi. Meine Spezialwaffe. Wieso kann ich mich nicht ducken im Auto? So. So, jetzt, wenn ihr blaues Wunder lieben, wenn es mich nicht wieder umbockelt mit dem Jeep. Hoffe ich zumindest. Okay, da hinten rennt noch einer. Ja, immer noch zwei. Ja, wie viel rennen jetzt da rein? Ja, Kuckuck. Da liegt da mein Jeep. Ach so, nee, das waren ja meine. Ups. Entschuldigung. Tut mir leid. I'm sorry. Och nee, jetzt habe ich meine Leute umgefahren. Leg dich schlafen, Marie. Leg dich schlafen. Hey Bruder, Entschuldigung. Konnte ich nicht wissen. Ist doch nichts für mich, ne? Doch, die Handgranate. Ich nehme mal von dir die Handgranate, okay? Warte mal, hast du Stiefel? Ich meine, die stinken. Nee, die stinken auch. Ja. So viel zum Thema Angriff. Oh, Aschenbecher, immer wichtig. Laterne ausschalten. Laterne einschalten, macht keinen Unterschied. Mal schauen halt noch einmal. Ah, gibt's hier noch was? Steh doch auf. Funkgerät nehmen. Ah, Edzard, ja, hier. Wenn man die Funkgeräte nicht mitnimmt, dann spawnt man am Anfang. Also immer Funkgerät mitnehmen und schauen, dass man es auf die passende Frequenz hat. Schauen wir mal hier noch einmal. Das passt. Okay. Jungs, die Gegner sind weg. Warte mal, wie ging es nochmal mit dem Bauen? Da gab es doch hier irgendwo was, wo ich habe bauen können. Ach nee, das hier ist es hier. Hast du noch was drin? Geil. Feuer löschen?
Ja, freilich, das machen wir mal weg. So, Jungs. Ist der voll als meine? So. Wir sind Gänse. Jetzt müsste man nach Vermo durchbrechen. Vermo. Also. Nein. 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 Ach hier. Entschuldigung, habe mich ein paar Mal verdrückt. So, weiter geht's mit unserer Superwaffe. Was sagt Sprit? Passt. Hier kann man, glaube ich, noch mehr machen. Hier ist Licht oder sowas einschalten. Egal, wir fahren jetzt durch. Habe sogar mal ein Base mit ausgelöscht. So ein... Naja. Schaut mal hier, Gegend. Da hinten bimmern zwei Eichhörnle auf dem Ast. Sehr schön so. So hochkonzentriert an die Sache, Männer. Hochkonzentriert. Also bisher habe ich noch keine so richtigen großen Bugs gefunden. Schon mal gut. Hier muss ich jetzt Obacht geben. Eine Basis einnehmen. Okay. So. Die wissen noch nichts von ihrem Glück. Bis Raimi kam. Ups. Entschuldigung. Komme gleich. Au, au, au. Nett, nett, nett. Das tut doch weh. Oh, kein Respekt mehr. Oh. Fahr. Fahr, fahr. Die schießen mich noch ab. Fahr, Baby. Wieso kann ich mit dem Jeep nicht hier durch den Zaun fahren? Oh. Okay, mehr Schwung. Ich brauche keine Waffen, ich brauche bloß ein gescheites Auto. Wer schießt denn alles? Au, 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 nett. Ja, der Windstoß hat ihn umgehauen. Fahr, die kommen von hinten noch, bestimmt. Au. Da links war einer. Entschuldigung. Ups. Jungs, ich habe ein Problem. Die Bremse geht nicht mehr. Ui, 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 ui. Scheiß die Wand an. Hier bin ich. Ja, der sieht mich. Komm, lauf. Ich hoffe, das war's. Ich hoffe, das war's, meine lieben Zuschauer. Was haben die hier? Lass mich mal auf die Karte schauen. Ah, wir sind Vermo, da müssen wir das platt gemacht, übers Wasser nach rechts. Ja, da fahren wir. Ich bleib bei meiner Waffe. Entschuldigung. Au! Wer schießt denn da noch? Kann doch nicht sein. Hab gar nichts gemacht. Ach doch, man kann durchfahren. Au! Nein, hör auf! Wer schießt? Hör auf zu schießen, ich bin Freund! Freund! Nicht Feind. Au, 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 au. Ich weiß nicht mal von wo. Ach, von da hinten. Von der schönen grünen Weide. Ach, hier. Bleib hier. Ich brauch dich. Hab keine Angst vor dir. Du schießt eh nicht. Weg mit dir. Kuckuck. Oh, mein Herz. Schießt noch einer? Oh mein Gott. Was wäre ich nur ohne meine Waffe? Was ist vom Gerät hier? Ja, dann nehmen wir doch mal hier. So, Obacht geben. Besser wäre es, wenn ich natürlich Leute hätte, die mich unterstützen könnten. Hui. Ja, das Auto ist die beste Waffe eines
Soldaten. Solange noch alles funktioniert. So, oh, ich bin bald aufgestiegen. Sehr schön. Das passt. Ah, haben wir ausgerüstet, okay. Muss ich noch irgendwas umstellen? Die Laterne ausschalten? Wo ist meine Kompanie? Machen wir hier mal Feuer aus. Bevor Greta Thunberg sich hier ergötzt. Ich verbrenne. Ich verbrenne die schöne Umwelt. Oh. Ah, geraucht haben sie. So. Rufen wir mal das nächste Ziel auf. Was haben wir noch? Pennsylvania. Ist das eigentlich viel? Nee. Ich glaube, da gehen wir eher hier runter. Hat denn da auch noch. Entweder irgendeine Controller oder aus. Aus Controller. Ah, da ist doch was. Arkas. Arkansas. Arkansas. Unterstützungsgebäude errichten in Duras Vermont. Duras Vermont müssen wir wieder zurückfahren, oder? Nee. Ach nee, hier sind wir ja schon. Ja, Dingsbums Gebäude bauen. Ah, hallo Jungs. Wir müssen hier irgendwie was herbauen. Wie ging das noch einmal? Ah, hier bauen. Und wir müssen bauen ein Sandsackbunker nicht. Ah, da hinten oben ist noch was. Was kann man hier noch alles herbauen? Was ist das hier? Fahrzeug. Oh, schön. Fahrzeug. Das wäre wahrscheinlich Fahrzeug. Was ist hier los? Schnapsbar für Psoffen oder was? Wie heißt das hässliche Ding noch einmal? Nein. 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 Wie heißt das hässliche? Warte mal, ist es das hier? Waffenlager ist doch eigentlich auch nicht einmal verkehrt, ne? Aber wir brauchen ja hier. Ich muss erstmal da das nochmal ausmachen und nochmal herschauen, was wir herbauen müssen. So. Bauen, abbrechen. Bauen. Bau, abbrechen. Ja, zeig mir nicht deinen Kompass. Danke. So. Hallo. Hier. Unterstützungsgebäude. Edzard können wir bauen. Kompass, geh weg. Geh weg, Kompass. Aha. Unterstützungsgebäude. Das ist. Ist also Unterstützung. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus, ich bin kein Kriegding. Unterstützungsgebau. Unterstützung waren hier Waffen und Sans. MG-Nest. Komm, das bauen wir doch. Ja, selbstverständlich bauen wir das MG-Nest. Jawohl. Du musst. Ach. Lustig, wenn jetzt von hier der Feind kommt. Och, das sind Schnarchelfen. Dich bauen wir doch auch noch. Waffenlager. Da hoffen wir, dass wir es haben. Sonst muss ich wieder Ressourcen herholen. Ja, geil. Ich bin aufgestiegen. Jawohl, jetzt haben wir hier schon mal Waffenlager. Da oben kann man noch mehr bauen. Da muss man noch Ressourcen mit herholen. Aber der kleine Raimi, da wo es blau ist, kann man noch was hinbauen. Da hinten oben kann man noch irgendwas hinbauen. Also ihr seht, man kann jede Menge bauen. Und um das zu verlassen, muss man wieder hierher. Bau abbrechen. Wie viel haben wir noch? 200 Material, das reicht immer so ganz. Meine Freunde der Nacht.
Jetzt suchen wir uns eine neue Mission. Fahren wir doch mal hoch. Ach so. Steinbruch, Main einnehmen. Wo ist denn der Steinbruch? Steinbruch, Main. Schmugglerhöhle, Kaskaden. Hier gibt es keinen. Ich glaube, wir fahren Arkansas. Arkansas fahren wir jetzt. Arkansas. So, jetzt hier wieder. Ist wegen tricky. Unterstützungsgebäude. Vernon. Steinbruch. Ach hier, Wimpelpass. Jawohl. Machen wir doch. Jawohl, Chef, alles gut. Ja, ist wegen tricky, weil man da mehrere Sachen gleichzeitig drücken muss. Jetzt muss ich da hinten wieder über die Brücke durch und dann, ja. Ein Vorteil ist natürlich auch, weil man Karten lesen kann. Müsste jetzt die Straße dann sein. Man kann sich auch an Kirchen orientieren oder Kapellen. Und das hier müsste jetzt der Weg hoch sein. Nach Kansas. Natürlich unauffällig, ne? Umsonst heißt ja Raymer Deluxe Nickname. Komm schon, fahr. Ui! Nicht vom Weg abkommen. Bleib am rechten Weg. Hupe geht noch, passt, Sprit ist auch noch drin. Oh nein, werd nicht langsamer. Oh, da so Art MG ist da oben drin. Egal, die sehen mich nicht. Ich fahre Knight Rider. Ja, macht eigentlich jetzt im Moment hier so alleine zwar auch Spaß. Och nee, ich habe halt bloß immer Angst, weil man weiß nie, wenn man Schüsse hört, von wo das kommt. Wie auf mich geschossen? Weiß ich nicht. Oh, ist halt wie Hell Let Loose. Man sieht nicht, von wo sie kommen, und es gibt auch kein Radar oder Map. Och, fahr doch. Wenn der Feind kommt, bin ich geliefert. So. Jetzt komm. Das wird das Haus sein. Oder? Ist da einer? Ich weiß nicht. Ich komme in Frieden. Scheiß, die wandern, wer schießt da? Mein Gott. Oh, mein Herz. Wo? Hallo? Treff doch. Mein Herz. Um Gottes Willen. Ich habe Angst. Ja, ich könnte aufs MG wechseln, wenn ich wüsste, wie. Da muss ich jetzt die Sniper am Boden schmeißen. Hallo? Friede. Friede. I'm coming in peace. Ich schlage hierher. Dü, komm, nimm ein. Nimm ein. Oh. Ich habe Angst. Bin ich jetzt erschrocken? Es war so ruhig und auf einmal hier. Und dann konnte ich nicht mit meiner Geheimwaffe reinfahren. Ja, sehr schön. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Neue Missionsziele. Oberstes Ziel, Feuer aus. So, hat der noch irgendwas? Durchsuchen. Man kann halt wirklich fast alles durchsuchen. Hier halten, öffnen. Hat er bloß ein Parker in der Hose? Was hat er da drin? Fünf Kondome. Ah, hier irgendwas zum Flicken. Einsammeln. Okay, hier kann man auch reinschauen.
Okay. So, kurz mal hinlegen, muss ich mal kurz gucken, weil ich will nämlich was ausprobieren. Mensch, wie ging es noch einmal? Nee. Wie habe ich es vorhin geschafft? Wie habe ich es vorhin geschafft? Ich will auch die schwule Lampen. Entschuldigung, ich habe nichts gegen Schwule. Möchte nämlich wissen, wie das ausschaut. Feuer in der Hole! Oh, kann der weit werfen. Ui. Was ist das für eine Antenne hier? Das ist mein Gewehr oder was? Was? Ja, das ist mein Gewehr. Aber das Schöne ist, man hat hier Füße. Das ist das Schöne. Charlie Davis, komm, spiel, fang, fang. Bleib stehen. Hab dich nicht so. Komm noch einmal. Sitz, aus. Okay, pass auf. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Das ist ein Gummiball. Dein Gummiball. Und der Gummiball sagt, hol's. Bleib doch da stehen. Entschuldigung. Das muss ich gelöst haben. Ich weiß nicht wie. Komm. Hallo. Tut mir leid. Jungs, habt ihr gesehen? Schuss hat sich gelöst. Oh, ein bisschen eingenässt mit Blut. Ja, ansonsten ist es richtig schön. Hier seht ihr auch, es wird ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Bloß die Türen kann man nicht einrennen. Oh, Wirtschaft. Kundschaft. Zwei Bier. Kann man Aschenbecher wegschießen? Nein. Obligatorisch ist es nur. Oh, lass mich doch durch die Tür durch. Wie gesagt, bisher noch nichts gefunden. Ich hätte mir gewünscht, dass das Ding explodiert. Kann man urinieren? Oh, ja. Ist klar, dass er lieber seine Waffe hält und sich die Hosen vollbrunst, statt sein Lümmelmann hier. Geil. Hey, ich habe kein Gesicht. Da fällt mir noch was ein. Habe ich noch was? Was ist denn hier? Dich machen wir doch Schnellzugriff. Da. Was ist das? Hier. Hallo? Das soll eine Rauchgranate sein? Wollen die mich verarschen? Geil. Ja doch, muss man sagen. Also, ja doch. Respekt. Aber es ist ja die Beta-Version. Also von daher, Männer, alles gut. Warte mal, vielleicht gibt es hier noch ein paar Granaten. Die haben doch hier ein paar Leute weggeschossen. Wo waren die? Ach, warte mal, hier liegt ja mein Kumpel noch, der schläft. Also er ist nicht tot, er schläft. Er ist von den Schlafenden auferstanden. Brauche eine neue Granate. Jungs, auf dich zu drehen, das macht mich nervös, da muss ich sonst schießen. Ene mene mu und Kopf kürzer bist du. So. Entschuldigung, aber ich brauche die Handgranaten. Hat er keine Handgranaten? Komm. Ui, was hat denn. Wieso kriege ich keine Feldflasche hier zu verdursten oder was? Ah, hier. Dich nehme. Schau mal hier nochmal her. Was ist das? Bajonettschneide. Wieso kriege ich sowas nicht? Möchte ich haben. Was ist das? Munitionstaschen, die haben hier jeden Rotz drin und mich schicken sie mit dem lümmerten Auto hier durch die ganze
Geschichte, was ist das? Nehmen wir auch mal, geht nicht. Nehmen wir auch, geht auch nicht. Mein Gott. Da macht was mit euch Kerlen. Mike Lee. Kommt gleich als nächster dran. So. Ich hoffe, ich schaff's. Entschuldigung. Ist mit der Rauch. So. Niederrhein. Mine, mine, buh. Ja, die macht sogar mehr Rauch als. Nein. Die Schüssel brauche ich da haben. Die hält einige Partys aus. Kann ich am Licht was machen? Nee. Dann noch uralte Installation. Die alten Drehschalter für die Lampen. Ist hier lustig. Was gibt's hier zum Trinken? Malina. 12.0. Staromorton. Koran. Und Slava. Mit 11%. Aber ich finde halt die Grafik irgendwie geil. Also es ist chillig, das kann man nicht vergleichen mit Battlefield. Und ja. Warte mal, kann man hier? Ja, ach so schaut es aus. Ja, mit der Ansicht kann man auch spielen. Aber will ich nicht. Geht auch wieder zurück. Danke. Wie ging das nochmal? Hier. Tschack. Irgendwie konnte man doch schlagen. Nee, nein, aus. Naja, ich glaube, ich erlöse ihn mal wieder. Waffe hier. Einmal zu Bubbel. Du hast da einen Fleck. Ja. Balls of Steel, meine Damen und Herren. Balls of Steel. Das kann jetzt sein. Komm, hör auf, dich zu drehen. Ah, der kann ja Eier oder was? Nein, ich bin degradiert worden. Es tut mir leid, es war ein Unfall. Ja. Okay, dann bin ich halt wieder degradiert. Mein Gott, so ist das Leben. Wie gewonnen, so zerronnen. Ist das Panzerglas? Oh. Da geht's durch, aber hier geht's nicht durch. Mal schauen, ob man Auto kaputt schießen kann oder so. Weiß ich nicht. Und ihr seht ja selber hier, wie geil alles ist. Kriechen und alles. Und hier der Schwule hier, Antennenmaster hier auf meinen Hintern. Man schießt mal einmal auf seinen Kumpel und was ist? Müll. Aber ich hätte gesagt, jetzt machen wir mal eine kleine Spritztour zum Abschied. Hallo? Ich habe einen Motor kaputt gemacht. Ich habe einen Motor kaputt gemacht. Oh, wieso habe ich das gemacht? Wollte auch einen Berg runterhupfen. Mal gucken, ob das Auto auch explodieren kann. Ja, es dampft schon mal wegen Schwärzer. Schon, ich bin jetzt gleich wieder degradiert hier wegen Zerst. Oh, ui. Das ist mal ein Feuerchen. Ja, doch. Brenn, mein Auto, brenn. Nervt mich ganz, dass ich degradiert worden bin. Du bist schuld, mein Auto. Explodiert es nicht? Meint ihr, das klappt? Na, geh mal raus.
Der explodiert null. Er schaut gut aus, die Lichteffekte. Komm, explodier. Explodier. Ja, richtig stabil. Achso, ja, hier. Nachladen. Jetzt müssten die Gegner sehen, dass ich hier bin. Aber kommt keiner, oder? Och nee. Ja, dann lassen wir das mal so. Und solange das da hier hinten brutzelt, schauen wir mal. Man kann sich da eigentlich fast überall frei bewegen. Also es, ich hätte wirklich gesagt, wenn ihr so ein Trupp seid, 4 Mann, das reicht aus, wenn Scharfschütze und sonstiges mit dabei. Nein, ich habe die Explosion verpasst. Ja, dann macht's natürlich einen Haufen Spaß. Ich hab die Explosion wie bald ich mit angegriffen. Mein Gott, da waren noch Leute, ich würde hier hinfahren, aber kann man sich noch hinhocken? Finde ich eigentlich geil gemacht hier, den Jeep. Oh, ist das kalt. Schön warm. Da passiert ja nichts mehr. Ich bin Gott. Ich bin feuerfest. Ah, herrlich. Ja, soll ich jetzt mit dem Schubkern runterrutschen oder wie habt ihr euch das eigentlich vorgestellt? Kann man hier noch was... Ah, hier. Ah, wieso nicht gleich? Na toll, ich habe vorhin da ein paar Typis aus Versehen weg. Fahrzeuglager und ich könnte runterfahren. Machen wir doch noch ganz kurz, oder? Komm, die verarschen wir jetzt. Rein. Der Mann. Boah, wieder aus dem... Ich meine, es ist immer wegen ärgerlich hier. Man muss dann immer aus dem Baumodus raus. Wo ist denn jetzt der Baumodus? Da hinten. Da ist er. Bau abbrechen. Oh, machen wir das noch schnell. Hier, komm. Schmeiß an den Motor. Oh mein Gott, alles muss man ja selber machen. Die Leute hier, die pissen sich an, bloß bei ein paar Kugeln fallen. Na, na, na. Wo soll es noch hinführen? So, fahren wir mal runter zu die Klappspaten. Okay. Das wird jetzt der Höllenritt. Jawohl, gib ihm. Ach so, ja, der bockelt um, ne? Der bockelt sonst um. Och, ne, Raimi, wie fährst du? Komm, fahr. Ah, ne, dass ich da hier wieder meine Waffe umschmeiß. Ui, 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 ui. Aber steuerungsmäßig sind die Autos gut, also die lassen sich schön steuern. Panzer weiß ich nicht, habe ich noch nicht freigeschaltet, nachdem ich jetzt wieder degradiert worden bin, fange ich wieder bei Null an. Aber ich werde es rausfinden, meine lieben Freunde. Und schaut mal, ist es geil, jetzt wird es immer dunkler. Und bald wird es Nacht. Was wird angegriffen? Das hier? Verrohren muss ich nach rechts. Okay. Oh mein Gott. Dass auch die Schilder alle hier aus Edelstahlbeton bauen müssen. So. Damit meine Leute wissen, dass Verstärkung kommt. Ich komme, halte durch. Komm, fahr. Ich weiß nicht, wie viele Gegner kommen. Wo sind sie? Hallo? Hä? Ach, hier. Hier müssten sie kommen. Ja. Kriegt man schon irgendwo
sind denn die Banausen? Ich sehe hier keinen. Wollt ihr mich verarschen? Es hieß, ihr werdet angegriffen? Oh mein Gott. Das wird jetzt nicht wahr sein. Wie viel mein kostbares Leben, Zeit hier. Oh, ich höre Schüsse. Oder war das der Jeep? Da ist doch nichts. Wollen die mich verkackalbern? Da ist doch niemand. Da greift doch keiner an. Hier. Oh, wie hieß es noch einmal? Na, Fermont. Kann ich wieder hochfahren? Oh mein Gott. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Oh, dürft dran glauben, ihr Stopperlies. Da greift doch keiner an. Oder kommen die über den Wald? Ich weiß nicht, ich sehe nix. Null. Näher. Da ist doch nix. Meine Leute dort haben ja hier alles Mögliche, was sie haben wollen hier. Schauen wir schnell mal nach. Da ist nichts. Ja, kommt mal nicht drüber, ne? Nee. Nichts da. Mein Gott. Jetzt schon längst die ganze Map hier eingenommen. Alles muss man selber machen. Jungs, wollt ihr mich verarschen? Wer greift an? Da ist doch niemand. Da ist niemand. Hallo. Hey. Klappspaten. Auf was schießt du? Willst du auf mich schießen? Ich schieße auf dich zurück, aber dann werde ich degradiert. Da ist nichts. Mein Gott. Da kannst du nackig Spaten gehen und dir passiert nichts. Oh, da ist was. Mensch, wieso sagt denn der nichts? Knallfrau, schieß. Einmal mit Profi, steh doch nicht da, greif an. Alles muss ich alleine machen. Vollhonk. Alles muss man selber machen. Alles. Was ist jetzt kaputt? Das ist die Alarmanlage. Was machen die? Sag bloß, wegen den einen Schmuck bin ich jetzt extra hergekommen, oder was? Sag mal, willst du mich verarschen? Oh. Ui. Schick. So, du gehst ans Geschütz ran. Wo sind denn die? Hat auch nichts mehr, was ich brauchen kann, oder? Hier? Nee, nehmen wir nicht. Obwohl, ich kann ja Jacke von denen anziehen. So geht es nicht. Ach, deswegen. Ja. Wird wahrscheinlich irgendwie gehen. Warte mal, der hat doch hier was gehabt. Nimm mal doch mal dich mit. Okay, ne, jetzt muss ich das extra in. Wo ist es? Ich hab's gehabt, das war meins. Wo ist es? Nein. Sind da noch mehr oder was? Ich glaube, das war's. Ja, die chillen wieder rum. Nur wegen dem einen Bengel da unten habe ich jetzt den ganzen Weg hier runter eiern dürfen. Wo ist er hin? David Ryan, wo ist hier der andere Schmuck? Brauchen wir noch schnell was. Komm, irgendwas.
Brauche noch irgendwas. Da, der Edward Clark. Nur noch 200. Das kann man noch bauen. Nichts mehr. Okay. So, meine Lieben, das war soweit schon mal hier mit Rayman's Deluxe und Arma Reforger. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe es euch ein bisschen hier zeigen können, wie es online funktioniert. Kann ich leider nicht sagen. Da gehen die Server noch nicht. Ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, es auch geht, dass man dazu fort spielen kann. Koop hier gegen Computer. Und ja, also ich finde es bisher jetzt recht gut. Kann ich hier trinken? Nee. Hey, ich kann unter Wasser sehen. Zeigt her eure Hände. Allmächtig ist es sauber, der Boden. Bloß die Wasserhaut. Boah, jetzt war man schon wieder angegriffen. Mein Gott. Einmal. Ja, wo? Wer? Das bin ich. Wohin schießt denn ihr? Ey, wenn ich jetzt dahinter fahre und da ist nichts, dann ist. Na? Dann schlägt's Ei. So. Dann schauen wir nochmal nach, bevor wir das Video beenden. Ich sag soweit schon mal, danke fürs Zuschauen. Da ist nichts hier. Da kannst du nackig Fußball spielen. Kein Gegner. Kuckuck. Hier bin ich. Gegner. Oh doch, da schießt was. Die sind noch meine Mann. Meine Jungs. Oh, wo sind denn die? Oh, doch, da, ich sehe ihn an. Ich sehe ihn. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu. So, das war's. Der Zaun muss weg. Tja, also ihr seht, manchmal muss man doch mal auf den ein oder anderen Klappspaten hier hören. Hatten sie doch recht. Tut mir leid, aber ich entschuldige mich nicht bei Monsieur. Ich weiß alles. Ja, ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht beim Zuschauen. Bedanke mich auch recht herzlich. Wünsche euch noch eine schöne Zeit. Achso, Entschuldigung, ja, und genau, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, euer Raymond's Deluxe. Bye bye.